Nur noch zwei Level in der Blumenwelt erreichen wir schon in diesem Part. Die allerletzte, kleine, aber mit Abstand schwerste Welt des Spiels. Packen wir es an, Leute. Weltblume 11, Schleicherei auf der Stachelbrücke. Warum Schleicherei? Gehen die da besonders langsam? Aber wenn ja, wo ist dann die Schwierigkeit? Peach, wag dich mal. Schön, im Hintergrund habt ihr gesehen. Es geht wirklich sehr langsam. Geht das überhaupt? Ich glaube, erst wenn ich drauf bin. Ach du heiliges Hackfleisch. Peachy, krabbel mal da hoch. Ich suche die grünen Sterne hier in dem Laden. Warte. Ach, die Scheinwerfer. Und wenn das erstmal an ist, haben wir nichts mehr zu lachen. Ja, das geht ruckizucki dann. Verstehe. Prinzip gecheckt. Ich könnte also unbeschadet hierhin. Aber warum will ich eigentlich dahin? Ich muss halt immer erstmal gucken, wo die Scheinwerfer überhaupt hin wollen. Auch wenn es irgendwie logisch wäre, glaube ich nicht, dass ich unter dem Fragezeichenblock safe bin. Oder eigentlich ist bei sowas ja auch der Fall. Ab und zu kommt drauf an, was genau benutzt wird. Wenn man still steht, dass es dann auch safe ist. Aber ich glaube, das ist hier so nicht gedacht. Naja, gut. So, der erste grüne Stern ist hier versteckt. Die sind schneller unterwegs. Also von Schleicherei kann da nicht die Rede sein. Die meinen Schleicherei im Sinne von vorsichtig und pass auf, wo du hintrittst. Oder halt eben ruhig sein, sich ruhig verhalten, unauffällig. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Aber für einen der letzten Level des Spiels vertretbar. Ich muss sagen, die Blumenwelt, die zieht sich ja auch. Und man hat die Welten schon gesehen. Da will man ja auch langsam zum Ende kommen. Aber andererseits, wenn ihr das vergleicht mit Super Mario 3D Land. Alter Schwede. Da gab es ja nochmal genauso viele Level wie Original-Level und das war echt übertrieben, wenn ich so drüber nachdenke. So, den Stern sehe ich. Ich weiß, wie man rankommen soll. Fallen lassen, hochklettern. Das ginge wahrscheinlich auch mit dem Bumerang von hier aus so, mit einem sehr gewitzten Wurf. Alter Schwede. Ich erinnere mich an den letzten Part meines alten Let's Plays. Ja, da hat er mich gekriegt, ne? Ich wollte dem Feuerball ausweichen. Und das geht nicht alles zusammen. Das ist ja nur Scheinwerfer. Was zum Teufel? Die Frage ist, dass ich den Stern noch mal. Also ich glaube nicht, dass hier noch was ist, großartig versteckt. So ein Mist. Wie Wario schon sagte, so ein Mist. Aber wir haben alle grünen Sterne. Es ist mein First Try. Da sind keine Scheinwerfer da vorne am Stissel. Wir müssen aufpassen. Mit Peach geht das allerdings relativ gut vergleichsweise. Ich hätte schlechtere Charaktere treffen können. Vollkommen auf den Boden konzentrieren. Ich hab ja sonst alles. Das da vorne sieht schon gut aus. Und vor allen Dingen, du bist gezwungen, hier länger drauf zu bleiben. Klar, du könntest mit der Katze waghalsige Stunts versuchen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Die Zeit meldet sich, Arthur. Ja. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Nö, ein schwerer Level, aber First Try. Was willst du denn dazu noch sagen? First Try, Mann. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich weiß aber, was der letzte Level hier war. Was? Donkey Kong Country, sauschwer, aber fair und übersichtlich. Mario 3D World, nervig, miese Perspektive. Das kann ich nicht unterschreiben, ernsthaft. Das würde ich so nicht sagen. Es gibt durchaus viel unfairere Spiele und, naja.
Jedem seine Meinung. Freie Meinungsäußerung in Deutschland. Okay, weiter geht's mit Bosse im fliegenden Wechsel. Blume 12. Da freue ich mich schon. Wer darf? Ich hätte jetzt nicht Mario genommen, weil ich mir dachte, wir nehmen Mario in diesem ominösen letzten Level. Wobei, da sind wir noch lange nicht da. Ne? Ich habe nichts gegen die Bosse. Die kriegen wir wohl schon irgendwie hin. Das Einzige, was ich mir Gedanken mache... Warte. ...ist, dass wir keine Power-Ups zum momentanen Zeitpunkt haben. Waren da überhaupt welche? Also wenn man hier, ich sag mal, ein bisschen sich ungeschickt anstellt... ...kann man durchaus blöd aus der Wäsche schauen. Das ist richtig. Bei irgendeinem Boss. Und man kann sich aufhalten ohne Ende. Ja. Darauf hätte ich aber nicht so viel Lust. Der erste Boss. Weißt du, ruhig bleiben. Locker. Gechillt. Vor allen Dingen die grünen Sterne sind auch noch da. Die waren irgendwo versteckt, ey. In den Arenen. Bei ihm sieht es aber relativ ruhig aus. Wagen wir es. Oh, Bum Bum und Pun Pun. Oder kriegen die sogar einzelne Schlüsselkeys? Okay. Vor allem Schlüsselkeys. Doppelt gemoppelt. Du bist die echte. Boah, ich hätte mir vielleicht doch Power-Ups mitnehmen sollen. Ich renne die ganze Zeit komplett nackt hier rum und ein einzelner Treffer macht mir alles wieder kaputt. Wenn ich schlecht bin. Ich reiß mich zusammen, aber Fehler können passieren, Leute. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal drüber schwätzen, wie das ist. Wie man in die nächste Welt reinkommt. Ihr braucht, das ist klar angezeigt. Oh, das wird nichts ohne Power-Up, glaube ich, hier. Ihr braucht alle grünen Sterne, alle... Ach so Gott, das ist Doppelpack. Alle grünen Sterne, alle Stempel und alle goldenen Flaggen. Und im alten Let's Play... Ich glaube, ich brauche ein bisschen, ja. Da bekommt man Power-Ups. Und schon ist es passiert. Schon ist es weg, weil einfach der Teller zerbricht und ich darf alles nochmal fresh machen. Ich würde sagen, ich beginne hier und kann hier vielleicht schon mal eine Katzenglocke rausholen. Das wäre was. Also, wie erwähnt, im alten Let's Play hatte ich nicht alle Goldflaggen zusammen. Das wäre allerdings auch kein Ding gewesen, mal die zusammenzukratzen. Ja, schade. Aber ich war halt im Gedanken, weil das heißt, alle Stempel, dass man auch die Stempel braucht, von wegen jeden Level mit jedem Charakter durchspielen. Aber erstens betrifft das dann auch die letzte Welt. Schön. Oh, chill bleiben. Jetzt einmal schon auf dem Deckel. Oh, der Gatte sorgt sich um seine Gemahlin. Ne, also, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt zwar immer noch diese Stempel, wie gesagt, von wegen, ja, du brauchst mit jedem Charakter jeden Level durchgespielt haben. Und wie gesagt, das geht ja auch mit einem relativ guten Trick, dass man halt, ich sag mal, beim zweiten Durchspielen einen Charakter nimmt, mit dem man es noch nicht beendet hat. Und kurz vor dem Ziel, an der Zielflagge, kann man die anderen... Verdammt. Ah, hole die Glocke in Reserve. Das wäre schon ziemlich nice. Ah, die haben ein Timing drauf. Wenn man unmittelbar vor dem Zielpfahl steht, kann man ja mit anderen V-Modes quasi den Vier-Spieler-Modus anmachen. Auch wenn man die alle selbst spielt. Man springt mit denen relativ schnell, muss man ja. Alle an die Zielflagge und es bleibt dann auch gespeichert. Dann heißt es quasi, du hast es geschafft mit jedem Charakter. Ah! Diese Katze manchmal. Ganz schön was los auf eurer Arena, ne? Alle klippeln sich gemeinsam
Das gibt's doch nicht. Ich wollte die Dame schon eher ausschalten, weil die ist einfach übelst nervig. Mit ihrem Feuer und so. Aber daraus wurde nichts. Und wenn ihr nicht wieder mal eine Glocke für mich habt, dann kann ich hier auch ehrlich gesagt baden gehen. Jetzt habe ich alles ein bisschen stockend erklärt. Ihr seht ja auch warum. Hier geht ganz schön was ab. So, den habe ich getroffen. Schon überlegt, ob ich noch neu anfangen soll, aber ich habe immerhin noch eine Katze erhalten. Ah, noch eine Reservekatze. Ja, die will noch einen, ne? Schade. Da schaffe ich es aber trotzdem, beide Katzen mitzunehmen für diesen Boss Rush. Ja, so einer der längsten Level hier. Allein die Überlegung, diesen Boss Rush einfach fünfmal durchzuspielen mit jedem Charakter, wird mich voll nerven. Wie gesagt, es gibt diesen Trick. Aber trotzdem. So, ein Grünstern hier. Ah, das heißt, wenn das wirklich der mittlere ist, da sind noch welche versteckt gewesen, definitiv. Ich gucke erstmal weiter. Karumpel, mein Freund und Kumpel. Ich kriege ich hin, aber Grünsterne sind ja auch nicht aufzutreiben. Den nehme ich mit. Vor allem, man hat die Bosse ja auch schon zweimal besiegt. Ach, der platzt einfach wieder raus. Kann mich nicht kommen sehen. Und ich bin am Überlegen, ob das hier die schwierigen Varianten sind oder die einfachen. Ich würde sagen, die schwierigen. Ja, auf jeden Fall, wenn man schon beide von diesen Schlangentypen hat. Das ist eigentlich doppelt schwierig. Was aber nicht schlimm ist, weil die Bosse sonst echt easy peasy wären. Ich finde den Schlangentyp wirklich noch am schwierigsten, muss ich gestehen. Oh, das ist der erste Grünstern, warum auch immer. Als ob man zuerst in diese Kiste geht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier den anderen Grünstern finden. Ja, der Rest ist wirklich nicht das Problem. Weder Bum Bum und Pun Pun, noch König Klonk können uns wirklich ans Leder, bin ich der Meinung. Ich werde wahrscheinlich gleich eines Besseren belehrt, aber solange ich nicht in die Lava falle und so, habe ich ja immerhin noch eine Glocke in Reserve, kann mich noch einmal treffen lassen. Das geht an für sich. Weißt du, Bum Bum, du bist... Ah, du gibst dein Bestes. Das war vielleicht sein bester Kampf von allen. Aber wenn ich überlege, wie einfach Bum Bum... Was, die Zeit? ...zu besiegen ist? Was mach ich denn mit der Zeit? Naja, nicht trödeln, würde ich sagen. Ich habe halt bei dem Schlangenkollegen ein bisschen rumgealbert. Man bekommt hier aber allerdings auch gar nichts, ne? Es wird wirklich sehr knapp von der Zeit. OMG. Ich tue mein Bestes, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das sieht nichts aus. Es sind ja auch keine Sekunden, die vergehen. Ups. Gott hat unbedingt da rein. Also wenn das hier überhaupt noch zur Debatte steht, wird das übelst knapp. Kannst du schneller sterben, vielleicht? Gibt's aber keinen grünen Stern dafür bei der... bei dem. Ja, jetzt Pun Pun. Aber ehrlich gesagt... Und wo ist der letzte grüne Stern? Ich glaub das nicht. Ach, die braucht zu lang, die Alte. Die ist kein Problem, aber die macht so sehr Faxen. Ha, Schande! Es tut mir leid. Wollt ihr mir beistehen? Wollt ihr, ich sag mal, dabei sein hier bei diesem wunderschönen Boss-Run in seiner vollen Gänze genießen? Es tut mir leid. Ich hab mich hektisch verhalten. Schlüssel zum Erfolg wird sein, die da einfach schneller zu besiegen. Ich hab da gar nicht mehr an Zeitlimit gedacht oder sowas.
hatte. Könnt ihr euch mal abschminken, ey. Am besten gleich beide. Ja. So macht man das. So hat das zu laufen. Okay, direkt nochmal. Sobald wir halbwegs gelassen werden. Okay. Können wir es mal von der Seite ausprobieren. Okay, sie sorgt sich auch um ihn. Das ist schön zu wissen. Es gibt ja auch durchaus einseitige Beziehungen und da sollte man immer drauf achten. Aber ansonsten unterstütze ich euch gerne bei jeder Ehekrise. Sauber! Also sehr viel schneller kannst du die auch nicht erledigen. Es geht also auch andersrum. Ich nehme es lieber mit, man weiß nie. Ich glaube, die würden zwar da bleiben und auf uns warten, die Schlüsselcoins. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, liebe Leute. Verdammt. Hau auf! Auf die Glocke! Die Glocke habe ich im Inventar, habe ich in Reserve. Oh shit. Hol dir deine Kumpel, Mr. Big Karumpel. Das, dieser Titel, ne? Als ich den zum ersten Mal hatte, als der Fett auf dem Thumbnail drauf war, der Boss. Der Part hieß doch auch, weil der Karumpel sich nennt. Karumpel, mein Freund und Kumpel. Ich dachte mir die ganze Zeit, wo kommt das eigentlich her? Irgendwann ist mir eingefallen, Ralf reicht's, aber ich wusste nicht mehr, wie das normalerweise hieß. Aber das Mädchen sagt doch irgendwie, du bist mein Frumpel, mein Freund und Kumpel. Daher war das. Ich hatte es irgendwie tief vergraben in my brain. Wusste aber nicht mehr genau, wie und warum. Ja, ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um den dritten grünen Stern. Ich muss mal gucken. Gibt es denn noch einen Boss? Sollen wir vielleicht nochmal Katzenbowser machen? Oder irgend sowas? Wenn man die alle hat, kommen wir weiter. Zwei fettesten von den fünf Bossen haben die grünen Sterne versteckt. Er gibt nicht auf, der Bum-Bum. Das ist echt einer der Gegner oder einer der Bosse, die mir am meisten leid tun. Weil sie vom System vorgegeben echt keine Chance haben, so. Weißt du, Carmack benutzt Zauberkräfte, dies, das, Ananas, etc. pp. Aber unser Bum-Bum hier, der hat eigentlich keine Möglichkeiten. Da macht er sich unsichtbar, aber er kann sich nur so blöd bewegen und alles. Ach, der Ärmste. Und hier bei Pun-Pun bin ich schon der Meinung, sie hätten alle gleich aussehen lassen können. Oder nur einen geringen Unterschied, damit es ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller wird. Und man sieht ja sehr offensichtlich, wer die richtige Pun-Pun ist. Deswegen. Und obwohl wir diesmal sehr schnell unterwegs sind, rattert die Zeit doch unerbittlich runter. Ich finde das ziemlich... Ach, man kann das wegdrücken. Aber es wird eh nicht in die Zeit gezählt. Ah, hier ist halt wichtig, sich schon so positionieren, dass da, ich sag mal, das Weichteil verfügbar sein wird. Wenn er jetzt rüberkommt. Zeig mir deine Schwachstelle. So wie Siegfried damals mit den Drachen. Also der echte Siegfried. Denkt jetzt nicht an Pokémon. Da, wo das von Pokémon herkommt quasi. So, ich hoffe, dass da noch ein kleines Bösschen kommt. Bei so einem fetten Katzenbowser kannst du ohne Uhr jetzt nicht mehr einbauen. Aber es kommt zum Glück noch was. Ach, der! Ach... Kaum der Rede wert. Weißt du, der sieht so schwer aus, der kommt relativ gegen Ende, aber ich finde ihn so kacken einfach irgendwie. Vielleicht, weil ich persönlich das halt schon kenne mit den
Schallwellen als Mario 64-Spieler. Die Kirsche ist auch weg. Nee, die ist noch da. Die erleichtert das nochmals, weißt du? Verdammte Kirsche. Double Cherry. Und dann? Die Sachen sind eigentlich kaum eine Gefahr, weißt du? Gut, der rennt diesmal relativ schnell weg. Das macht er so eigentlich selten. Denkbar wäre, dass man diesmal... Ich hatte da doch was im Hinterkopf. Dass du die Double Cherries behalten musst. Ah, schade. Einer ist auf jeden Fall weg. Boah, die Zeit ist echt übelst knapp hier in dem Laden. Nee, kriegst den grünen Stern auch so. Das wäre natürlich noch eine Idee gewesen, den Spieler zu mobben. Einfach am Ende nochmal so einen Aufzug hinstellen. Du kommst nur zu dritt oder gar zu viert dorthin. Das wäre eine Herausforderung gewesen. Zap, 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 zap. Yeah! Hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber echt, ihr müsst so perfekt das Ding hinkriegen mit den... Vor allem eben hätte ich mich voll geärgert, wenn ich das noch hinbekommen hätte und da wäre noch ein Boss gewesen. Da habe ich in dem Moment noch gar nicht dran gedacht. Es ist aber so. Cool. Damit hätten wir alles. Alle grünen Sterne, alle Stempel bis dato und alle goldenen Flaggen. Deswegen steht mir jetzt die letzte Welt offen. Und somit bin ich schon weiter als im alten Let's Play. Gut. Dann wagen wir es doch mal. Die Karete, ja genau, die Karete. Die Rakete in die nächste Welt, in die diesmal endlich mal letzte Welt. Willkommen in Welt Krone. Es gibt einfach mal Mario Galaxy Overworld Musik. Heftig gut. Hier leben die Könige. Adam. Ich gönne mir dann einfach mal das hier. Und zwar gibt es endlich wieder einen Stempel. Juhu! Das ist Pixel Luigi. Ich weiß, dass es Luigi ist. Ich hörte davon. So, jetzt haben wir drei Level unterschiedlichster Natur. Wir haben Captain Toad. Wir haben einen Rätsel, ein Rätselhaus. Und einen echt schweren Level. Diesen Part machen wir noch Captain Toad. Krone Captain Toad, sein feuriges Finale. Okay. Wohl bestimmt das schwierigste Captain Toad Level im Spiel. Mit Stempel sogar. Ich habe es noch nie gespielt. Da ist der Stern. Aber ich kann da nicht runterfallen. Ja, und warum? Okay. Ah, die Pflanze nervt halt auch übelst. Relativ wenig Weg, den wir gehen können. Beeil dich. Timing par excellence. Dadurch, dass wir relativ wenig Weg haben, den wir gehen können, sollte uns selbst relativ schnell und klar bewusst sein, wo wir eigentlich hinwollen. Ah, ich dachte so schnell wie möglich darunter springen, aber hat nicht geklappt in der Situation. Was anderes, was besseres fällt mir auch nicht ein, aber Toad ist doch gar nicht so schnell. So, jetzt aufgepasst. Schon wieder. Ey, ich will's halt auf die Millisekunde genau am besten hinkriegen, aber... Ich lasse es. Ich glaube, das sind einfach alles sehr... Warte mal. Das sind nur die anderen. Okay, ich warte ein Sekündchen länger, aber hoffentlich wird es nicht bestraft. Echt knapp, muss man sagen. So, ich gucke mir das gerne mal kurz... Ah, trifft er mich. Kurz an... Hätte ich das...
Eine verdammte Piranha-Pflanze. Ein kacken Gegner in diesem ganzen Level. Und er kann übel sein. Warte. Die können auch versinken. Deswegen mach ich mir so ein bisschen ins Hemd. Oh, oh, du musst schnell pusten dann auch noch. Was zum Geier? Oh, es ist nervig. Ist lustig, aber nervig. Egal. Wenn diese Feuer-Piranha-Pflanze nicht wäre, dann wäre ich jetzt Millionär. Hat sich nur gereimt. Okay. Das kriegen wir. Können also nicht aus der Lava kommen. Ah, Denkfehler. Oh mein Gott. Es ist lästig. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt von der Piranha-Pflanze. Die Marschroute ist klar. Oh mein Gott, sehr knapp. Noch gereicht. So, hol dir das Ding. Es muss nicht in einem Ruck sein, aber besser ist. Ach. Aber diese Luftplattformen, diese Pusteplattformen sind halt unsafe. Komische Mucke hier auch. Hä? Was? Verstehe ich gerade gar nicht. Ich muss da dauerhaft pusten oder wie? Ich guck schon mal da hinten. Ja, du kommst so hoch. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so nervige Captain Toad Level in diesem Spiel gibt. Aber naja, der Kronenwelt entsprechend. Ich weiß ja, dass der allerletzte große normale Level halt wieder übelst krass sein soll. Wie es ihn schon in Super Mario 3D Land gab oder in Super Mario Galaxy 2. Wobei in Galaxy 2 der letzte Level, okay, sehr schwer. Aber der allerletzte Stern hat es ja nochmal getoppt, also der hat es ja nochmal übertrieben. Mich nervt doch, dass, wenn ich mein Gamepad hoch tue zum Pusten, oh Gott, ja. Ich puste immer noch, weil ich ein Idiot bin. Warte. Was? Was muss ich da tun? Moment. Ich bin ihm so nahe auch. Fehler, oder? Super Fehler. Okay. Meine Güte. Hier bin ich safe. Den letzten grünen Stern bekomme ich, wenn ich den erledige. Das war schon, also aller Ehren wert. A la Bonheur.
Okay, cool. Das schwerste Captain Toad Level in diesem Spiel kann natürlich nicht ansatzweise mithalten mit denen bei... Ja, das allerletzte Level von Captain Toad Treasure Tracker. Das ist eine Nervenschlacht. Auf lange Distanz. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn wird's bestimmt auch im nächsten Part mit dem Rätselhaus und dem allerletzten Level. Schaltet ein, das wird spannend, lustig und interessant. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!